So Leute, hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Okay, wow. Also, Musketiere müssen wir noch ein bisschen was machen hier. Das läuft alles. Ich habe jetzt mal ein paar Rucksäcke. Ich brauche die eigentlich nicht. Ich gehe wieder auf diese episches Fertigungsmaterial zurück danach, nach diesem Tag hier. Weil Rucksäcke sind natürlich immer nice, aber das dauert mir zu lang alles und gibt ja immer nur einen. Und dann gibt es nicht viele Alka-Charts, von dem her, genau. Was wollen wir tun? Wir wollen in Anbetracht dessen, dass jetzt ein neuer Krieg kommt, mal grundsätzlich das war das Angekündigte, ne? Die wollen diese Änderungen bei den Pass of Giants und Pass of Valor, also the Pass of Adventure, machen. Und dafür kriegen wir 3 Plünderungsenergiefläschchen. Balance Update ist da, okay. Die Helden ihr wisst was, mir fällt es gerade nicht ein, aber auf jeden Fall, Seto hat einen Buff gekriegt, Lasal hat einen Buff gekriegt, Ephira Forces, Talassa und Galapago, Carol, ja, der Minion halt, ne, Anzog ist ein bisschen besser spielbar geworden und Clarissa hat auch einen kleinen Buff gekriegt. Wir wissen, diese Buffs für die älteren Helden, die sind oft nicht dick, aber sie sind ein bisschen mehr spielbar. Von dem her ist das alles gut, ne? Super. Dann haben wir wieder ganz, ganz viele Angebote. Wir haben auf der Eventkarte, also hier muss ich auf jeden Fall nachbessern, Allianz, Quenz, wir können mal schauen, wo wir uns befinden. Wir sind hier auf Rang 149, da haben aber noch ganz, ganz viele nicht gespielt. Das läuft ja auch noch 2 Tage, also wir müssen da auf jeden Fall noch was machen. Ich selber bin da, also mein eigener Rang. Ich bin ja immer noch, habe die Eventhelden einfach nicht gelevelt, beziehungsweise bewaffnet. Oh Gott, SK. Genau, von dem her, oh, das ist interessant, das für 11,99, weil Platz brauche ich wirklich. Da gibt es 2. Das wären 12 Euro, 24 Euro für 10. Heldenplätze, 2000 Münzen und 3 Beschwörungen. Mega teuer, aber ja, was willst du machen? Hier gibt's wieder, zack, 4,99, 11,99, gut. Packbeschwörung läuft hier. Brimstone ist völlig drüber, oder? Brimstone ist ultra drüber einfach. Also ist einfach zu stark, ne? Ja, plus 86. Also ich finde den stark. Ich weiß gar nicht, ob ich den falsch einschätze. Es kommt mir so stark vor. Wohingegen Tremor meiner Meinung nach gar nicht einzuschätzen ist irgendwie in schnell nach 3 Runden. Ich weiß nicht, heißt es über 3 Züge oder nach 3 Runden? Das kann man ja, was ist denn das jetzt hier? Weiß man ja überhaupt nicht, wie man das deuten soll. Machen wir mal auf Englisch. Es müsste doch über 3 Runden heißen. All allies recover 400 after 3 turns. If the effect is removed before duration recovers 700%. Also beim Boni Entferner oder was, ne? Gibt's statt den 400 dann 700. Aber erst nach 3 Zügen. 3 Züge zu warten, bis der Effekt von dem Held kommt, ist glaubbar. Ich weiß es gar nicht richtig, hey, ob das. Dann knallt's natürlich, ne? 400 Schaden, obwohl, hey, das ist echt, hey, 400 Schaden auf alle nach 3 Zügen. Wenn wer bis dorthin dispelled werden ist, macht er halt mal schnell 700. Der Junge ist schnell. Also es kann schon recht gut werden. Ne? Weil 3 Züge, überlebt er. Und Brimstone ist übel. Wirklich übel, finde ich. Okay, darum soll es nicht gehen. Was wollen wir tun, Leute?
Also erstmal nochmal zu meinem Rush-Krieg. Da waren viele Fehler drin, ich weiß das, ne? Da waren viele Fehler drin, aber es waren halt auch echt grauselige Boards, ne? Trotzdem bin ich ja jemand, der Rush eigentlich ganz gerne mag, ne? Und von dem her wollen wir jetzt mal schauen, was meine Teams so hergeben. Forces ist fertig. Das oben, Team 1, ist das Level-Team. Jetzt bauen wir uns mal Kriegsteams hier. Bauen wir uns doch mal Kriegsteams. Ich fange immer an mit meinem grünen Angriffsdeck, weil ich ihn einfach liebe. Er hat immer noch seinen Äther nicht. Eigentlich wollte ich den mal schnell ruckzuck kaufen, aber dann habe ich wieder investiert in Helden. Dabei wollte ich eigentlich gar nicht mehr so viel in Helden investieren. Es ist immer das Gleiche. Das Spiele. Und halt auch einfach das eigene nicht so straight, ne? So, wir sind schon bei 5 Minuten. Ich versuche mich zu beeilen. Okay, sie würde ich tatsächlich hier hinstellen. Dann der Support für das grüne Team. Grün wäre stark gegen Rot. Dann wäre gegen Blau, meine ich natürlich. Dann wäre es gut, wenn der Support Blau wäre. Denn man greift es gern mit Rot an. Und dann ist die Angriffsfarbe für den Dreier-Stack nicht so stark gegen die Supporter. Dann schauen wir doch mal, was wir in Blau haben. Da bietet sich nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten... Aber es soll ja ein Angriffsteam werden, von dem her ist es auch völliges Geschwätz, was ich da ablasse. Eigentlich habe ich den so, ne? Aber so ist er ja fast more beefy, ne? Da hat er mehr Leben, da hat er mehr Schild. Das ist ein bisschen falsch geskillt, würde ich sagen. Aber okay, also es geht trotzdem, ne? Genau, was machen wir mit diesem Team? Baue ich da vielleicht eine Kara ein, die mir meinen Almur ein bisschen schützt? Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, ne? Kara braucht noch einen Break, ich weiß. Okay, dann hier das Team, das würde ich gern so lassen. Dann habe ich aber zweimal grün-gelb. Schauen wir doch mal, was wir hier auseinanderreißen können. Nehmen wir doch hier mal den Alpha Taunt rein. Und einen Regard. Hier mit dem Cleanse. Das macht er immer, gell? Ja. Ne, hier entfernt der Boni. Doch, ne, ihr säubert da auch, von dem her. Okay, wir haben Boni-Entfernung, wir haben Taunt-Verhinderer mit Grace, haben Überheilung durch Rigard, der dann auch die 29er kriegen sollte. Die 17er, Ding ist auf dem Weg, die 17er Magier. Doch, das sieht gut aus, finde ich. Dann hätten wir ein Angriffsteam in grün. Das zweite Angriffsteam ist in grün, hier mit dem Alpha-Taunt. Der kriegt noch Wappen, bis er voll ist.
Und Überheilung durch Rigard, ne? Reicht es, um eine Seite wegzuknallen? Ja. Er, der zweite Almur müsste durchgebreakt werden, ne? Und volle Wappen kriegen auf jeden Fall. Dann wäre es geil, das Team war so, habe ich zwar einen Dispeller dabei, aber ich kriege keine Seite weg. Hab aber ein bisschen länger Zeit durch Forces, von dem her geht's. Okay. Dann, das haben wir auseinandergerissen. Das rote Team. Hier mit, ja, fast immer eigentlich eine Seite weg. Und auch gut Geschwindigkeit. Eventuell mit Mioni und Support, Support, Support in Grün, in Grün, in Grün haben wir nichts mehr, ne? Mioni. Xnolfort habe ich komplett gestrippt. Brauche ich erstmal nicht. Er wird gebreakt hier. Boni-Entferner, ne? Wir wissen, das sind Kriegsteams. Wir wissen, es geht um Geschwindigkeit und Boni-Entfernung. Wir versuchen mal überall einen mit reinzunehmen. So gut wie habe ich hier jetzt keinen drin. Und das ist schon das Problem. Mit dem Team kann ich eigentlich keinen Ludwig angreifen. Fortuna ist noch nicht fertig. Hier habe ich einen drin, hier habe ich einen drin. Hier habe ich auch einen drin. Boni-Blocker, also halt Statusblocker hier und Entferner mit Annabelle. Das gefällt mir ganz gut, das Team. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Dann das hier. Da müsste er dann raus. Und eine zweite Annabelle muss fertig gemacht werden. Das ist ein Monoteam. Wieso ist denn das ein Monoteam? Es geht gar nicht. Ach so, das war für diese Mono-Aufgabe. Was haben wir denn noch? Garnett haben wir auch noch nicht. Haben wir noch nicht eingebaut. Ne? Hier könnte man eigentlich dann den Ritter, hier den Hasen und da Garnett. Ja, das sieht doch gut aus. Der Ritter ist Mittel. Sonst alles schnell. Die zwei haben den Kostümbonus. Dann braucht er hier die 29er und die muss noch auf 17. Das so viel ist klar. Das sieht gut aus. Das wäre mal, also. Wir halten fest, ne? Wir haben einfach einen Damage-Stack hier, aber mit einem Taunt drin, der gebreakt werden muss. Schauen wir mal, ob wir das könnten. Jawohl, könnten wir. Aber nicht Alpha gebreakt, da habe ich jetzt, die habe ich Forces gegeben. Da fehlen mir 5, aber die gibt es ja auch immer wieder. Dann haben wir hier das erste Ludwig-Team. Dann wäre hier das zweite Ludwig-Team. Er braucht unbedingt noch. Was ist er denn normal? Oh, schön. Überlegenes Verhexen. Das zweite Ludwig-Team mit der Boni-Entfernung. Melendor muss gebreakt werden. Da habe ich hier hab ich halt gar nichts. Die sind leer einfach, da warte ich auf die Quest. Okay, das geht. Also, wo war mein, Entschuldigung,
zwei, drei. Die sehen für mich jetzt mal gut aus, ne? Vier, fünf, dann bräuchte man noch eins. Ah, und ihn habe ich ohne Kostüm gehabt, genau deswegen, wegen diesem überlegenen Verhexen. Wir suchen Ludwig-Antworten. Er knallt mega, weil überall Boni sind. Also Finlay ganz gut, sagen wir mal so. Dann. Dann verließen sie ihn. Beim sechsten Team muss ich schon Kompromisse eingehen. Was könnte ich denn noch stellen? Moment, wir machen mal anwenden. Was haben wir denn noch? Team ändern. So, jetzt müsst regulär kommen. Okay, da fehlt die Fortuna halt, ne? Wenn die fertig ist und ich kann die hier mit reinnehmen, glaube ich, dann sieht's ganz gut aus. Erlangen ist verbaut. Wieso 5, 11 und 13? Ja, egal. Die hinteren Teams sind egal. Ich brauche 6 anständige Teams. Ich überlege jetzt. Und Milena, dann ist es sehr viel Heilung, aber ich habe halt auch die Möglichkeit, so meine Li Zhu zu schützen und eventuell Milena auf die zweite Stufe zu bringen. Und wenn Finlay davor auf alle geht, das ist nicht optimal. Ich habe kein Pengi-Team, aber das geht hier auch nur mit einer Bera. Ich glaube, fürs Erste, bis jetzt da oben noch gelevelt ist, kann man das sogar so lassen. Na, dann müsste ich das Team, das letzte Team hier, für einen Schwächeren, wenn das dann so ist, dass wir den finden, Gegner nehmen. Das ist ein 4-9er-Team, also da kann man keine großen Sprünge machen. Man könnte sie doppelt breaken. Oh, jedes Mal 3, ey, und das dann alles. Puh. Wen haben wir nicht eingebaut? Schauen wir nochmal auf die anderen Teams, die sind eigentlich dann Schrott, ne? Also, wir brauchen Team 7 zum Beispiel dann gar nicht. Zumindest nicht so, ne? Da könnte man jetzt mal ein paar Sachen einbauen. Zum Beispiel könnte man ein Pengi-Team in lila blau machen. Wo ist meine Freya? Für Minion kriege ich keine Heilung halt, ne? Und Freya keine Wappen mehr, musste ich klauen. Gegen schwachen Gegner eventuell sogar so. Dann hier, also mehr brauche ich ja nicht, ne? Ich weiß nicht, ich habe mir damals, wo ich angefangen habe, hier die ganzen Teamplätze gekauft. Dann könnte man ein langsames Team machen. Sie muss halt auch noch gebreakt werden, solange sie macht mega Schaden, ne, Ross? Aber die braucht halt einen Break. Einfach, das braucht man heutzutage. Und hier 8. Ja, 9 kann man so lassen. 10 fliegen die alle raus hier. Ah, das muss jetzt nicht mehr interessieren. Entschuldigung, wenn ich euch da langweile. Das ist jetzt einfach nur noch ein bisschen Spielerei hier.
Proteus nicht drin zu haben, ist natürlich schlecht, ne? Okay, ja, genau. Aber, da, also das soll's, weiter will ich auch gar nicht machen, weil Fortuna wird fertig nächste Woche, Nemesis bestimmt auch, Bonecrusher kurz danach, dann sieht's schon wieder ganz anders aus. Vor allem sieht's anders aus halt, weil wir hier Fortuna einbauen können, ne? Zum Beispiel halt hier oder hier, wahrscheinlich eher hier, ne? Hier statt Kirill einfach, ne? Ja, das sieht für mich ganz gut aus, ja? Statt Kirill oder vielleicht auch, ja, statt Milena. Milena dann woanders einbauen, aber fürs Erste sieht es mal ganz gut aus. Natürlich, ne? Minionkriege und so muss man oft ein bisschen anpassen. Mir ist aufgefallen, bei Minion brauche ich grundsätzlich meistens zwei Heiler im Team. Das habe ich jetzt nicht immer, ne? Hier haben wir Spotterheiler, hier haben wir Heiler und Lepiota, die hilft halt, dass irgendwas nicht feuert. Hier haben wir zwei Heiler, hier haben wir ein Heiler und Spotter, hier ein Heiler und Spotter. Ja, also, ne, ich muss mich da noch ein bisschen mit anfreunden, spiel das ein oder andere vielleicht, ja, das ist nur Fats. Natürlich, Ross würde ich auch gern woanders einbauen, aber es geht einfach darum, ich brauche zum Großteil die gebreakten Helden hier im Krieg, ne. Wie gesagt, jetzt niemals irgendwie spezifisch auf Minions ausgelegt. Aber das kann, da kann man den einen oder anderen dann noch austauschen. Das gefällt mir sogar sehr gut. Da ist der Minion-Killer hier Alucard, ne? Aber ich meine, es sind zwei Kriege. Genauso wie Rush natürlich. Aber ich glaube, bis auf Rush würde ich die eigentlich, ja, würde ich die auch spielen, die sechs Teams. Ich glaube, da fahre ich ganz gut damit. Ich denke, ne, die 29er hier unterm Ritter. Ja, hier haben wir auch sowas wie Minion-Töter drin. Also was heißt sowas, ne? Ja, genau. Und wie gesagt, ne, der Krieg, ich habe super schlampig gespielt einfach, ne? Total unkonzentriert, weil ich schon gemerkt habe, dass das nicht schnell genug geladen wird. Und meine Teams nicht ankrieg, meine Helden nicht ankrieg und dann mega, mega nervös geworden bin. Das darf natürlich nicht passieren, ist passiert. Schau mal, dass der nächste besser wird. Das soll es gewesen sein von mir, Leute. Ich denke, so kann man das erstmal lassen, ne? Wie gesagt, da kommt ja auch noch einiges. Es kommt eine Fortuna, wie ihr gesehen habt, auf die ich wirklich viel zähle, einfach wegen der Boni-Entfernung. Gar nicht so arg wegen dem Schaden, der, glaubt 200 nochmal was ist. Langsam, also ich werde Cell auch leveln, ne? Wir können ja mal schauen, was da sonst noch kommt. Und dann werde ich euch ins Wochenende entlassen. Genau, ich habe noch einen Alpha-Town. Ne? Der Strauchbär wäre auch noch zu verbauen. Ja, schauen wir mal, das wäre eigentlich Alpha-Town hier. Aber dann spiele ich hier 4-1. Hier habe ich Alpha-Town drin. Da vielleicht. Aber ich muss auch entzaubern. Ich brauche grüne Äther unbedingt. Ich muss mir kaufen. Ey, bis die wieder kommen und dann reicht es eh nicht. Dann fehlt ja immer einer. Und ich will die gebreakt haben. Es macht sonst keinen Spaß. Da zwingen sie einen ja schon so ein bisschen, gell? So, entweder wenn du mithalten willst, dann. Ja, aber ich könnte ja auch ohne spielen und nicht mithalten. Ich meine, ich habe mich ja aus freien Stücken dazu entschieden, hier bei den Thunderclouds zu spielen, ne? Will ja mithalten.
Nee, es gibt gerade kein Team für den Strauchbär. Naja, wird sich ja ändern, ne? Kommen ja mehr Helden dazu und da wollte ich eigentlich schauen. Die Schlüsselvierer, die bewappne ich auch wieder. Ich habe so viele Vierer gestrippt für meine Kriegshelden. Dreier zum Glück habe ich noch, ne? Da kommt jetzt noch eine Sarola. Cupcake muss man fertig machen. Oft habe ich dann, wenn ich einen neuen Helden gekriegt habe, auch abgebrochen. Hier Yana kommt, Cell kommt, Athos kommt, da habe ich mich ein bisschen von abbringen lassen. Wir haben noch Meresank und Mard. Also es geht genug. Ne? Nebenher mache ich nur noch Truppen. Erstmal, es kitzelt so in den Fingern bei den Portalen. Es kitzelt, Wahnsinn. Aber da kommen ja jede Woche zwei Portale, wo du reinknallen könntest. Ne? Und immer geilere und immer mehr und so. Von dem her muss ich jetzt einfach mal schaffen, mich nur um meine Truppen zu kümmern mit meinem Budget. Denn die machen nun mal aus, ob du deine Helden überhaupt geladen kriegst. Das soll's gewesen sein, Leute. Danke für euren Support. Danke, dass ihr mir den Rücken stärkt und mir gute Worte spendet nach diesem beschissen gespielten Krieg. Haut ihr rein. Bis dann. Grüße gehen raus. Euer Esker.